Okay, hier sind auch wieder Fackeln. Da ist noch Eisen in der Wand. Und da ist wieder zu. Super. Dann würde ich da nochmal das Eisen aus der Wand ziehen. Ausgezeichnet. Wir können hier gerade mal eine Kleinigkeit essen. Und dann da waren wir ja jetzt gerade. Dann würde ich eigentlich fast also hier waren wir, dann würde ich da mal lang gehen. Und das Eisen natürlich mitnehmen. Hat mich gerade ein bisschen erschreckt, muss ich zugeben. So. Okay, ich dachte, hier wären wir schon gewesen, aber hier waren wir offenbar noch nicht. Da hinten übrigens auch noch nicht. Das klingt hier nicht so ganz gesund. Das klingt für mich sehr. Ui. Aber interessanterweise hüpfen sie nicht runter. Ich wollte gerade sagen, das klingt für mich sehr nach einem Spawner. Vielleicht ist es das auch. Vielleicht auch. Nicht. Boah, Jungs, ey. Macht mir keine Paras, ey. Okay, aber wenn die jetzt da sind, dann ist da drüben frei. Ja. Ja, da. Ja. Es ist übrigens schon wieder Nacht, warte mal. Okay, das funktioniert echt super. Also wenn sie jetzt hinterhältig wären, dann würden sie einfach darunter springen und mir voll in den Rücken fallen. Da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Ich glaube, ich muss da mal nach oben. Ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es einen Spawner.
So viele Zombies, wie da rumhängen, so röhren, wie die da tun. Oder tuten. Kann das nur ein Spawner sein? So, das heißt, ich müsste... Das wäre ja da hinten. Habe ich da gerade jemanden rumrennen sehen? Also, echt. Seht ihr das? Da ist definitiv ein Spawner. Da unten drin. Ich hoffe bloß, dass mir jetzt niemand in den Rücken fällt. Okay, wie mache ich denn das jetzt? Also, ich will die Zombies ja jetzt... Also, ich hab da einen Zombie-Spawn. Und ich will, dass die Zombies aufhören zu spawnen. Heißt, ich grabe jetzt vielleicht mal hier rein, bis ich zu dem Dungeon komme. Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre das so sinnvoller. Vielleicht sollte ich hier auch mal ein bisschen Licht machen, damit mir niemand in den Rücken fällt. Würde ich hier mal sagen 4. Dann würde ich da mal einen rübergehen. So, dann machen wir das mal so, ne? 3, 4. Also, wir legen den jetzt einfach mal frei. So, wie sich das für einen guten Zombie-Spawner gehört. Dann würde ich den doch mal eiskalt ausleuchten. Wir können uns dann ja später immer noch überlegen, was wir mit dem machen. Ach, erstmal machen wir das so.
von dem ganzen Zombie-Genöle dreht man ja echt durch. Okay. Ja, Quatsch, Werkbank. Kann ich mir doch einfach da irgendwo hinsetzen. Also, ich gehe nochmal hier ins Eck. Dann sage ich hier mal... hier mal Fackel. Okay, und dann würde ich da vielleicht mal eine Werkbank mir hier hinsetzen und dann würde ich hier vielleicht mal sagen, zack, und Stein und Stein. Ach, das ist eine Sieb, den will ich natürlich nicht. Zack, zack, und dann sage ich 1, 2, 3. So. Und habe ich noch eine Spitzhacke? Nein, natürlich nicht. Okay, dann mache ich mir doch eine neue. Und zwar hier. Nein, nicht aus Andesit. Super. 1, 2, 3. Dann machen wir mal die Zombies ganz von oben platt. In der Hoffnung, dass dann auch keine neuen mehr spawnen, weil ich ja einfach hier... ...die Gegend auspforsten möchte. Und da drüben fährt ja auch noch Eisen rum, das ich auch haben will. Okay, dann mache ich hier nochmal Platz. Wow. Okay, dann essen wir jetzt vielleicht mal eine Kleinigkeit. Und dann würde ich doch mal sagen... Und das nächste Schwert... Und dann würde ich ganz gerne noch mal eins machen. Zack. Zack, 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 zack. Ach, ist wieder angesiedelt. Verdammt. 1, 2, kommen hier weg. 3. Und Spitzhacke. Darüber und 1.